Ich bin 1932 geboren in Westpreußen und zwar in Briesen. Das war zum Zeitpunkt meiner Geburt, war das Polen. Denn nach dem Ersten Weltkrieg wurden ja die alten Provinzen Posen, Bromberg, Gniesen, Danzig, die wurden ja dem polnischen Staat einverleibt. Und da waren wir automatisch polnische Staatsbürger, obwohl wir Deutsche waren. Und es gab ja damals diese komische Konstruktion, die heute ganz unüblich ist. Wir hatten polnische Ausweise, man, wie gesagt, polnische Staatsbürger. Mein Vater musste polnischer Soldat sein, aber da stand unten drunter deutscher Nation. Also von daher gab es schon einen kleinen Unterschied. Unsere Familien lebten seit Generationen, seit vielen Generationen in diesem Grenzgebiet zwischen Polen, Russland, Preußen. Mittendrin ging die Grenze durch. Und im Grunde genommen haben wir ein gutes Verhältnis, nachbarschaftliches Verhältnis zu den Polen gehabt. Die Deutschen waren meistens gehobene Mittelschicht. Da waren viele Ärzte, da waren Unternehmer, da waren Gutsbesitzer, dabei natürlich auch Handwerker. Und es gab eigentlich überhaupt keine Probleme. Mir waren keine bekannt. Natürlich auch viele Juden dazwischen, das ist ganz klar. Die hatten dann so das waren meistens Händler, viele kamen, zogen rum und haben Sachen verkauft, die man dann, aber das hatte sich alles eingespielt im Laufe der Generationen und es gab da überhaupt gar keine Konflikte. Das änderte sich im Laufe des Jahres 1939. Wir waren in der Zwischenzeit über Posen nach Lodz umgezogen. Mein Vater, der eigentlich Prediger oder Pastor, würde man heute sagen, einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde war. Das waren die Baptisten. Und der wurde Direktor eines Krankenhauses. Das war ein deutsches Diakonissenkrankenhaus in Lodz. Und da fing das an. Wir zogen also im Frühjahr 1939 dahin. Und die Propaganda, vor allen Dingen auch von Deutschland, die wurde immer heftiger und die Polen, vor allen Dingen die national gestimmte Presse, die reagierte entsprechend und so kam ein ziemlich aufgeheiztes Klima hoch, das wir bisher überhaupt nicht kannten. Es gab da den sogenannten blutigen Sonntag in Bromberg, wo also eine ganze Reihe von Deutschen massakriert worden sind. Wir haben davon gar nichts erfahren, denn die ganze Berichterstattung, die war damals natürlich nicht zu vergleichen mit heute. Und außerdem war die natürlich sehr einseitig. Wir hatten ja nur die polnische Presse und Radio vielleicht. Aber jedenfalls wurde das alles bedenklich und so zogen wir aus unserer Wohnung ins Krankenhaus, um beim Vater zu sein. Der Vater wollte unbedingt immer vorne am Eingang sein. Es kamen Leute von den Behörden und die machten Schwierigkeiten. Nur ein Beispiel. Das sollte ein Teil des Krankenhauses neu gedeckt werden. Also das war ein Flachdach und da hatte man die Rollen mit der Dachpappe hingelegt und die Handwerker waren bloß nicht gekommen wegen dieser politischen Spannung. Jetzt lagen die Rollen, die eingewickelt waren in Papier, die lagen tagelang auf dem Dach. Der Regen kam, hat das aufgeweicht, der Wind hat das Papier gelöst und das wehte im Wind hin und her. Ja, da kamen die polnischen Behörden und haben meinen Vater verhaftet, weil er angeblich den deutschen Flugzeugen Signale geben wollte. Also es war nur so ein Beispiel. Oder ein anderes, mein Bruder, der war 2 Jahre jünger als ich, inzwischen gestorben, der hieß Heinz. Nun ist Heinz ja ein so typisch deutscher Name, dass meine Eltern gesagt haben, also den Namen können wir so nicht nehmen, er hat als zweiten Namen Norbert. Also der heißt ab sofort Norbert. Das fiel uns insofern relativ leicht, weil wir ja kurz vorher nach Lodz umgezogen waren. Und insofern waren alle, die wir neu kennenlernten, die kannten ihn nur als Norbert. Und wir bekamen Prügel, wenn wir den Namen Heinz hatten. Und der blieb bis zu seinem Tod, war das der Norbert. Also
allen, denen ich von meinem Bruder erzählte, der ist nach Sydney ausgewandert, der Kenton wurde in Norbert. Ja, und an dem besagten 1. September 1939, also dem Tag, als der Krieg anfing, da sind mein Bruder und ich im Garten des Krankenhauses, spielten da irgendwas. Und auf einmal sahen wir, wie der Himmel fast schwarz wurde von Flugzeugen. Also dicht an dicht, eine Staffel nach der anderen. Und die kamen in relativ großer Höhe über unser Krankenhaus und stürzten dann, wir dachten, die fallen vom Himmel. Die kamen mit einem abenteuerlichen, demoralisierenden Geheul, stürzten die sich auf die Erde und haben unmittelbar vor der Erde, also vielleicht 200-300 Meter bevor, sich abgefangen und am tiefsten Punkt dieser Kurve ihre Bomben ausgelöst. Und dadurch konnten die natürlich fast punktgenau treffen. Das waren die sogenannten Sturzkampfbomber oder Stukas. Und der Hauptbahnhof, der lag vielleicht 500, 800 Meter von uns Luftlinie entfernt. Wir waren das erste Krankenhaus in der Nähe. Und da brachten die natürlich alle. Und auf einmal sagte mein Bruder zum Gehör mal, du blutest ja, du hast ja da was am Bein. Da habe ich, ohne dass ich war so fasziniert von diesem Anblick, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich da einen Schlag ans Bein gekriegt habe. Das blutete wirklich. Ich habe also heute noch eine kleine Narbe. Aber ich habe das gar nicht doll ernst genommen. Ich dachte, naja, gehst du halt ins Krankenhaus, wir kannten uns ja aus. Ich gehe zu Schwester Hildegard und die macht mir da ein Pflaster drauf oder ein Verband und dann ist die Sache erledigt. Ich komme da rein, da ist der große Eingang. Da lief buchstäblich das Blut die Treppe runter. Da brachten die zerfetzte Menschen auf Tragen, denen hingen die Eingeweide raus. Da waren die Gliedmaßen abgerissen oder hingen nur noch an einem Hautfetzen dran. Sterbende, Tote, also das war, vergesse ich mein Leben nicht. Das war der Anfang des Krieges.